Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zur Waagemond-Energie. Sind wir das ganze Wochenende drin? Es wird merkwürdig. Es wird mysteriös, ja. Ich bin schon wieder schwer begeistert, ihr Hübschen, ja. Wir haben jetzt hier die magische Zutat, die von oben kommt. Und jetzt muss ich euch zeigen, also dreifach angezeigt, ja? Dreifach angezeigt, ne? Hier, schaut, da ist sie, die Zutat. Ist geil, oder? Ich bin schon wieder so begeistert. Aber kommt ja noch besser. Nee, das brauchen wir auch, okay. Guckt mal, was ich schon bekommen habe. Da. Guckt euch das an. Mondstein, ne? So, so schön. Und zwar mit Aktivierungsenergie. Ja? Ihr habt ja in den Fingern oder in den Händen, ne? Hand. Chakren nennt man das, ja. Den Zugang zu euren Chakren. Ring verstellbar, ne? Könnt ihr halt, wenn ihr nicht wisst, auf welchem Finger welche Chakra-Aktivierung liegt, ne? Ist ganz einfach, braucht ihr einfach nur im Internet das Schlagwort Handchakra eingeben und dann werden euch da direkt Bilder gezeigt, ne? Auf welchem Finger welcher Zugang liegt, ne? Könnt ihr den Mondstein, ja, auf das betroffene Chakra legen, ne? Und dann hier die Energien zum Spinnen, hier zum Klingen, ne? Zum Vibrieren bringen in diesem Chakra. Das ist so geil, oder? Ich bin schon wieder schwer begeistert, echt. Ich bin schon wieder so happy in love. Ich dachte, wie geil ist das denn bitte? Aussenden, ne, dass ihr soweit seid, ja, dass ihr den Fluss in diesem Chakra wollt, habt ihr in der Infobox. Es ist einfach nur Knaller. Knaller, Knaller, Knaller. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich weiß ja gar nicht, welches Chakra, dafür habt ihr die Meditation, ne? Die Meditation in der Infobox, ne, blockierte Chakra erkennen. Ja, total genial, oder? So, und jetzt passt auf. Haben wir als Tagesenergien dazu 15 und 9, hier 24, ja, der Herzensweg, Samstag 25, yeah. Und Sonntag halt 26, ja. So, und jetzt haben wir hier das Herz, was jetzt im Verborgenen, ne, also gar nicht bewusst, ne, das Herz, was im Verborgenen schon einen Verbund eingegangen ist, ja, ein Vertrag, der halt eben, ne, hier fürs Leben, für die Weiterentwicklung, fürs Studium, ne, schon vor eurer Geburt abgeschlossen wurde, ja, wo jetzt die Zeit beginnt, da, ne, wo die magische Zutat von oben einfließt und es euch dahin, euer Herz sendet den Impuls aus, ne? Ich habe rückläufiger Merkur, ja, ich habe hier ganz irdisch etwas auf die Welt gebracht, ja, mein Zyklus ist abgeschlossen, so wie wir es jetzt im Partnerschaftsbereich auch in der Gegenüberstellung liegen hatten, ja, mein Zyklus ist abgeschlossen, ja, ich kann jetzt das nächste gebären, ja, die ist auch so geil, oder? Habt ihr auch in der Infobox, guckt euch das mal an, diese Detailverliebtheit, ja, also ich hätte sie auffressen können. Wunder, wunderschön. Werde ich gleich wieder ganz
Moa. Ja. Und das passiert jetzt im verborgenen Hintergrund sowieso. Wir sind in der Sowieso-Energie. Ah, okay. Wir haben am Wochenende die Sowieso-Energie, ja? Setz dich hin. Geh in deine weiblichen Anteile, ja? Geh ins Empfangen. Ihr wisst, die Figur ist aufgeladen mit Heilung des weiblichen Anteils, ja? Zu empfangen und zu gebären. Aber das habt ihr alles in der Infobox, ne? Und weil dein Herz dich jetzt sowieso Energie, sowieso, ja, hier wie von Zauberhand quasi, ne, in deinen nächsten Zyklus führt, kann, wisst ihr, ne, Herbst, Blätter fallen vom Baum, Sterbe- und Werdeprozess, ja, kann je nachdem, wie stark ausgeprägt, ne, das Ego-Bedürfnis ist, ne, kann ein wenig schmerzhaft werden für die, die das Leben nicht als Zyklen verstehen. Ne? Da ist ein starker, ausgeprägter Ego, der dann kreischt, ich will aber, ne? Ich will aber hier oder ich will aber den, ich will aber, ne, keine Ahnung. Und für die, die eine starke Anbindung an Mutti haben, die verstehen, dass das Leben aus Ein- und Ausatmen, aus Gebären, ne, aus Sterben und Gebären besteht, ne, Sterben und Werden. Und da funktioniert das dann ein wenig entspannter, ja. Aber hier wird jetzt eine neue Richtung für die nächsten Jahre eingeschlagen, ne? Für 24, 25, 26. Und da führt eben das Herzensbewusstsein jetzt sowieso rein. Ne? Bei dem einen, wie gesagt, dauert es ein wenig länger. Aber auch da gilt die Überschrift sowieso. Ne? So oder so. Also, ihr könnt ganz geschillt Mutti machen lassen. Ja. Euch in die Heilung des weiblichen Anteils begeben. Euch Popcorn holen. Ja. Und ganz entspannt und geschillt und neugierig gucken, was da jetzt kommen möchte. Ja, da dein Herz, ja, deine emotionale Ebene, deine Gefühlsebene führt dich da jetzt sowieso rein. Nur wie gesagt, ne? Der eine kann das eben ganz gut. Ne? Und der andere fängt dann an zu kreischen. Ich glaube, nee, das glaube ich nicht, das ist so. Ne? Das hat auch was mit Erfahrung zu tun. Ne? Der eine hat eben durch Erfahrung das Vertrauen gewonnen, dass wenn ich fließen lasse, ne? Immer, es geht ja gar nicht anders im Leben, ja. Immer, wenn eine Tür zugeht, ne, sich eine neue öffnet, weil das Leben eben Fluss ist, ja, und hat dadurch durch die Erfahrung, ne, durch die Erfahrungswerte eben auch Vertrauen ins Leben, ne, und der andere, der in seinem Leben das Festhalten perfektioniert hat, ja, egal wie es ist, ne, auch wenn es scheiße ist oder einen quält oder toxisch ist oder, ne, einen die ganze Zeit nur Kummer und Leid bereitet, trotz alledem festhält, ne,
für den wird das jetzt halt ein wenig eher qualvoller, ne? Gibt immer zwei Seiten der Emotionen, ne? Logischerweise. Aber es ist ja auch sonst so beim Geburtsprozess, ne? Für den einen beim Geburtsprozess, wer Mutter ist, ja, auch bei einem Geburtsprozess ist es tatsächlich so, wer gut loslassen kann, ja, hat bei Geburten einfach nicht so die Probleme, ne? Und wer nicht so gut loslassen kann, der hat da, ja, quält sich halt mit der Geburt, ne? Aber das Ergebnis am Ende ist immer das Gleiche. Das Kind kommt raus. Punkt. Naja, aber ist ja so, ne? Ob man will oder nicht, das Kind kommt raus. Ne? Das haben sie mir in der Schwangerschaft auch immer erzählt, ja. Meine Eltern sind da ja auch ein bisschen stumpf, trocken. Rational denkend, okay. Ja, also vor dem Geburtsprozess, ja, eine Frau, die das erste Mal gebiert, ne, hat natürlich Respekt vor dem Geburtsprozess, ist ja klar, ja. Und meine Eltern dann auch immer ganz stumpf so. Was musst du dir da überhaupt so viele Gedanken drüber? Raus muss es sowieso. Ja, haben sie recht, ne? Raus muss es sowieso und raus kommt es auch sowieso. Ne? Kann man sich, ne, der eine macht sich vorher verrückt, ja, macht da ein Drama draus und der andere geht halt relativ nüchtern an die Sache, jetzt so wie meine Eltern, ne, oh, raus muss es sowieso, ja, nützt überhaupt nichts, ne, ja, Königin des Wassers. Nützt überhaupt nichts, dann emotionales Drama rauszumachen, ja, weil den Weg, ne, ins Krankenhaus, um es zu gebären, den fährst du sowieso. Also kannst du das emotionale Drama, kannst du dir eigentlich schenken. Hä? Ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine, ne? Ich meine damit nur, der eine macht es sich schwer, ja, und der andere, kann halt ein wenig nüchterner, ne, distanzierter an die Sache rangehen, ein wenig rationaler das Ganze betrachten. Und je öfter man oder je stärker man an Mutti angebunden ist, ne, geerdeter man ist, ja, desto eher kommt man natürlich auch zu dieser nüchternen Betrachtungsweise, ne. Dass es nichts nützt, da ein Riesendrama von zu machen. Ja, dass das verschenkte Zeit und Energie ist, ja, die zu demselben Ergebnis führt, als wenn du dir jetzt einen schönen Abend machst, ne, wo du dir gerne bitte einen Akasha-Tee machst, ja, die Akasha fließt, ne, dazu die Räuchermischung auflegst und dir dann eine Babypuderkerze gönnst. Ja. Weil das Ergebnis ist bei beiden das gleiche, ne? Bei der Person, die jetzt ins Drama kippt und bei der Person, die entspannt und geschillt bleibt, es wird das gleiche Ergebnis sein. Punkt. Ja, und der eine entspannt sich jetzt bei der Reise und der andere rastet aus. Und beide Wege führen zum Ziel, ne? Und beide Wege sind auch okay. Es ist einfach nur ein Hinweis an dich, ja, dass du dir, wenn es geht, das Drama drum, ne, das Drama bei diesem Prozess jetzt erspaßt, weil es ist stark Mutti hier, ganz, ganz starke Mutti-Energie. Es ist sowieso. Du kannst da jetzt, ne, kämpfen, kreischen und mit Fäusten trümmeln oder
in Akzeptanz und Annahme gehen. Ne? Genau, da, ne? Kannst du jetzt die Schattenseite der Königin der Kelche leben, ja, die Dramatologie oder verstehen, dass Ernte eine Ernte ist. Und deine weiblichen Anteile des Empfangens, ja, und Gebärens, ne, ich mache meinen Frieden mit dem Erntezeit, ne, was ich empfange. Leben. Ja. Du kriegst die magische Zutat sozusagen. Ja. Alter, ich liebe es, Leute. Ich liebe es. Über deine emotionale Ebene rein, ne? Ja. Guckt euch das an. Ich bin so begeistert. The moment is now. Und ich hab schon überlegt, ja, wieso will denn keiner dieses geile Bild haben? Ja, weil I love it, ne? Ja, brauchten es noch ein bisschen. Wir brauchten es noch ein bisschen. The moment is now. Ja. Gut. Ja. Hier kommt die Federkelche. Schau mal, alles Kelche, 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 ne? Alles emotionale Ebene. Ja. Hier kommt Karma. Ja, die Vier der Kelche ist immer eine karmische Konstellation, ne? Drei Kelche, die auskippen, nichts bringen oder ne, gefühlt Erntezeit keinen Ertrag gebracht haben. Ja, ist dann natürlich logischerweise, ne, kotze Kacke ist. Total verständlich, ne? Nur das Reinsteigern nützt halt eben nichts. Ne? Das bringt einen nicht weiter. Das. Ich soll aufhören, mich ständig zu wiederholen. Okay, mein Gott, ganz starke Mutti-Energie, streng hier. Streng hier heute. Ja, also, ne, die drei Kelche, die auskippen. Ein Zyklus ist beendet. Ne? Und dann fünf Kelche, macht's nicht besser eben. Ne? Ja, und damit eben die neue Zutat, ne, der vierte Kelch, den man, wenn man im emotionalen Drama ist, nicht sehen will, ne, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, nicht sehen will. Das ist das, was wir jetzt haben. Ne. Da passt ja auch schon wieder super krass zu der Gegenüberstellung, die wir jetzt hatten. Ne. Hier ist ein karmischer Zyklus, ist vorbei. Ja. Der vierte Kelch, ne, kommt hier als magische Zutat jetzt rein, aber habe ich hier dieses Wochenende noch nicht, dass man den sehen möchte.
Ne? Weil man eben in dem Drama der drei Kelche ist. Ne? Ja. Genau. Und deswegen, je mehr man im Drama ist, ne, das ist das, was wir vorher schon reinbekommen haben, desto länger dauert es eben einfach auch, ja, weil man die geistige Kapazität dann nicht dafür hat. Ne? Man setzt ja dann den kompletten Kopf auf das emotionale Drama, ne, dass hier drei Kelche ausgekippt sind. Ne? Dass hier so eine Opfer-Retter-Täter-Situation, ja, keinen Ertrag, ne? Erntezeit, keinen Ertrag, keinen Gewinn gebracht haben. Und deswegen entwickelt sich hier etwas peu à peu. Ja, man muss hier jetzt halt irdisch, ne, eine neue Richtung einschlagen. Ja, die Erkenntnis schmerzt halt eben noch. Ne? Und es gilt hier jetzt, ne, die emotionale Ebene mit der irdischen Ebene zu verbinden. Ernte, ja, was habe ich bekommen? In irgendeinem Bereich halt drei ausgekippte Kelche. Ne? Will ich hier jetzt weiter rein investieren? Oder lasse ich diese Situation, ne, im Dunkel der Nacht verschwinden? Ja. Und der Bube der Münzen ist halt eine langsam reifende, ne? Ist der Jüngste halt, ne? Logischerweise. Bube, Ritter, König, ne? Bube, langsam reifend. Ja, eine langsam reifende Erkenntnis, dass es Quatsch ist, emotional in Karma zu investieren, ne? Dass es Quatsch ist, in einen Kelch, der immer wieder umkippt, umgestoßen wird, ne? Oder in ein Glas, was ein Loch am Boden hat, immer wieder Wasser zu kippen, ne? Emotionen reinzukippen. Es nützt nichts. Immer wenn man dann das Glas hochheben will, um zu trinken, ist nichts drin. Ja. Und diese Erkenntnis, ne, die reift. Und dann dreht man sich davon weg, hier immer wieder in das Fass ohne Boden Wasser zu schütten, ja, wo man nichts erntet, keinen Rückfluss hat, keinen Rückgewinn hat. Ne, und sich davon jetzt abzuwenden, ja, und eine neue Richtung einzuschlagen. Und das ist das, was wir hier angezeigt haben, ne? Das ist das, wo die göttliche Zutat jetzt reinkommt, wo dein Herz aussendet. Ja, ich habe es verstanden. Ich brauche diesen karmischen Zyklus nicht mehr. Ja, ich muss hier in einer Verbindung, whatever, ne, ob es jetzt nun Liebe, Partnerschaft, ne, Arbeitskollegen, familiäre Situation, Freunde, ne, wo man immer wieder von einer Drittenergie, ne, was weiß ich, ausgestochen, ausgebotet wird, ne? Dass es einfach sinn- und zweckbefreit ist, da rein zu investieren, ne? Das erdet man jetzt, ja, das erdet man jetzt und man überlegt sich jetzt genau, wo man emotional
investiert. Lohnt es sich, in so eine Situation emotional zu investieren? Wenn da nur nichts fließt, ne? Nichts und Leere fließt. Das treiben manche bis zur Erschöpfung, ne? Bis zur Erschöpfung. Ja. Und dieses Bewusstsein, ja, diese Erkenntnis wächst und gedeiht. Ja, hier. Ich baue mir mein Königreich. Hier, schaut mal, das ist aber ein ganz schön großer Sprung. Das ist ein Riesensprung. Ja, das ist so, das ist die magische Zutat. Ich verstehe. Ja, auf einmal, ja, weil man wird eigentlich nicht über Nacht erwachsen. Aber hier ist es jetzt auf einmal so, dass man hier über Nacht, über Nacht vom Pagen zum König wird. Das ist total witzig, weil ich habe gestern auch ein Foto bekommen, wo ich auch gesagt habe, so, alter Scheiße, was ist denn bei dir passiert? Du siehst aus, als wärst du über Nacht 20 Jahre gealtert. Ja, ist auch so. Im Bewusstsein um 20 Jahre über Nacht gereift. Na, das nenne ich mal eine magische Zutat. Völlig krass. Boah. Mutti haut rein. Magische Zutat. Über Nacht 20 Jahre gereift. Aufgewacht und auf einmal weise. Was? Also, das ist verrückt. Das ist völlig creepy, was hier momentan bei den Orakeln abgeht. Ja. Alter Schwede, hier sind aber viele Personen involviert. Nee, nicht viele, vier. Eigentlich drei, das ist die gleiche Person hier. Ja, hier, die Weisheit, ne? Die Weisheit, das ist hier gar keine Person, wird mir gegeben. Das ist hier gar keine Person. Es geht hier um das, was in der Luft liegt. Ja, der Verstand, der angereichert wird. Weiße Eule, ja. Magisch, Krafttier. Die Zauberhand, ja, die Luft, die du einatmest. Ne? Königin, empfangen. Die Luft, die du einatmest. Im natürlichen Zyklus von Mutter Erde, ne? Im Sterbe- und Werdeprozess. Herbst steht ja auch für das Element Luft, ne? Für den Geist, ne? Die Geister, die ich rief, Halloween, ja? Das Wissen der Ahnen, die du jetzt einatmest, ne? Das ist hier, wird eingeatmet, ja? Ich inhaliere dich. Das ist auch witzig. Das war auch das Erste, was ich gestern gesagt habe, als ich die Figur ausgepackt habe. Ja, das Erste, was ich zu meiner Schwester gesagt habe, war, oh mein Gott, ich will sie weginhalieren. Ja, genau das passiert hier auch. Ganz genau. Du atmest dieses Wissen jetzt einfach ein. Das ist hier die magische Zutat, ja, und die verteilt sich quasi über die Luft. Herbst. Pilzsporen einatmen. Knaller. Ich liebe es. I love it. Ja. Du atmest jetzt über Nacht einen Reifesprung ein. Über Nacht. Mein Gott.
Das ist so, ja, so ins Bett gegangen mit emotionalem Drama, ja, weil hier irgendein karmischer Prozess, ne, Opfer, Retter, Täter, kein Erntezeit, ne, keinen Ertrag, ne, kein emotional verzückendes Ergebnis geliefert hat, ja, und gehst damit mit dieser Emotion, ja, mit diesem Gefühl ins Bett und dann, ey, wenn ihr es könnt, ne, ich mache das ja sowieso immer, ja, schlaft bitte mit offenem Fenster. Schlaft dieses Wochenende mit offenem Fenster. Tut es. Ne, du gehst mit diesem emotionalen Drama hier ins Bett, atmest in der Nacht, ja, die in der Luft rumfliegenden Pilzsporen der Weisheit ein. Alter, das ist ja krass. Wachst auf und hast auf einmal einen krassen Reifesprung in die Erdung gemacht, ja, die dich über Nacht ganz geerdet gesetzt um 20 Jahre weiser und klüger gemacht hat. Ja. Das heißt, ne, du sammelst hier vielleicht über das Wochenende, weil wir sind an diesem Wochenende ja halt hier in der Waagemond-Energie, ja. Du sammelst hier über das Wochenende, kriegst du vielleicht noch Konfrontationen, ja, mit diesem Karma-Drama. Karma-Drama, das ist ja auch geil. Und dann, ne, wenn wir aus dem Wochenende rausgehen, ja, in der Nacht von Sonntag auf Montag, bildet Venus nämlich ein Quadrat zu Jupiter. Hier. Da. Empfang der Ernte, Empfang der Wunscherfüllung. Empfangen, 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 empfangen. Ja. Empfangen, Ernte, Geschenk, Wunscherfüllung. Ja, nein. Punkt. Ganz nüchtern. Ja. Total nüchtern. Geerdet. Gesetzt. Ey, wird so ein Schleier der Illusion wird hier weggeblasen. Ja, krass. Ja, also am Wochenende hier nochmal, ne? Vollkonfrontation. Bei dem, der es braucht, ne? Und dann aus dem Wochenende raus, ne? Mit dem Venus-Jupiter-Quadrat. Volles Erwachen. Krass! Naja, ne? Und wer wieder jetzt sagt, ne, nein, ich kann das nicht, ich komme da nicht raus, ne? Ich kreise nur darum, ihr habt alle Werkzeuge, alle Hilfestellungen, diese Energien hier, ne, zur Verfügung in der Infobox. Ihr könnt immer nachhelfen und euch die Energien entsprechend nach Hause holen, ne? Auf einmal vom emotionalen Drama in König der Erde.
mit dem Lötkolben Synapsen hier zusammengesetzt, ne? Mutti kommt und klärt hier mal ein bisschen geistige Verknüpfung. Angekündigt gewesen in der Energiearbeit 8-8, ne? Ja, das sind irdische Verbindungen, ne? Ganz, ganz irdisch Verbindungen leben, ne? Nicht in irgendwelchen komischen Past-Life-Sachen, ne? Die mit dem Hier und Jetzt eben halt nichts mehr zu tun haben, ne? Ja. Genau, hier, ne? 9 der Schwerter ist, das ist hier, ne? Der Albtraum, ja? Die nächtliche Unruhe, die Sachen, die einen nicht schlafen lassen haben, ne? Weil man ums Problem statt um die Lösung gekreist ist, ne? Und jetzt über Nacht atme ich hier die klare Luft, die frische Luft und die Lösung ein. Auf einmal kenne ich meinen Weg, weiß, was zu tun ist. Creepy. Aber so mit dieser Energie geht es aus dem Wochenende raus, ne? Rein geht's hiermit. Der Neumond muss seine Energie halt erstmal verteilen, ne? In der Luft verteilen, damit ihr das auch wegschnabulieren könnt. Rein inhalieren könnt. Ja, und das sorgt hier für unruhige Nächte, ne? Aber diese unruhigen Nächte sorgen eben halt auch für den Wunsch, ne? Weil das ja eben auch die Wunscherfüllung ist, ne? Sorgen eben auch für den ausgeprägten Wunsch nach einer Lösung, ne? Für diese 4 der Kelche-Situation. So. Der Wunsch wird euch erfüllt, die Lösung kommt. Ja. Wird aber nicht so einfach, ne? Die nächsten 4 Tage hier. Weil jemand anderes hier weiter dran festhält, ne? Das macht es nicht einfacher. Einfacher ist es natürlich, wenn dieses Loslassen, ne? Das Übergeben, das Fließen lassen einvernehmlich ist. Sind wir wieder bei der Gegenüberstellung. Aber das Einvernehmliche passiert hier nicht. Ja, und dass man hier in einer Situation festgehalten wird, ist eben das, was für diese schlaflosen Nächte sorgt, ne? Und da gibt's jetzt quasi die Hilfe, die Strategie, die man einatmet, ne? Um aus dieser Situation
herauszukommen, ne? Und da, ja, eine Lösung zu kreieren, ne? Ja. Und der eine findet das in der Meditation, ne? Der andere meditiert nicht und deshalb nachts, ne? Ja. Es braucht halt Ruhe dafür, ne? In einem aufgewühlten Gewässer guckt man nicht auf den Grund. Kann man den Grund nicht sehen, ne? Ja. Tu einfach nichts. Die nächsten 4 Tage. Einfach rein gar nichts. Außer atmen. Atmen ist ganz wichtig, um das einzuatmen, ja? Ne? Weil, schaut mal, auch Ihmchen ist anwesend. Hier, jetzt haben wir alles gleichzeitig. Auch Ihmchen ist anwesend, ne? Lass das Universum hier die Arbeit machen. Tu du einfach nichts. Tu nichts. Tu gar nichts. Bis du die Lösung eingeatmet hast. Ja, also solange in deinem Köpfchen ein vielleicht so, vielleicht hier, vielleicht da, ne? Oder du auch merkst, ne, dass dich die Situation aufregt, das ist alles nicht die Lösung. Du wirst, wenn du die richtige Lösung eingeatmet hast, wirst du ganz ruhig geerdet, gesetzt sein und wissen, dass das das Richtige ist. Ja? Tja, ihr Hübschen. Das ist hier eine Meisterschaft. Das ist eine Meisterschaft. Weil das ein Aufstieg ist, ja, ein Ausstieg aus 3D, ein Aufstieg aus karmischen Zyklen und damit, mit diesem Wissen, was du hier einatmest, ja, mit diesem Reifesprung, mit diesem Wachstum, steigst du da auch nie wieder ein. Nie wieder, weil du erkennst das dann. Ne? Du erkennst dann, du hast dann die Reife, die irdische Reife eingeatmet, ja, das irdische Wissen eingeatmet, Mutti eingeatmet, sodass du künftig hier so Opfer-Retter-Täter-Dinger einfach gleich erkennst. Ne? Das kann dann nicht mehr hier im Verborgenen arbeiten. Du hast dann einfach dieses Wissen. Aber dieses Wissen kriegt man eben nur, hallo Ariadne, der Weg führt dadurch, ja, wenn man einmal durch dieses Spiel durchgegangen ist, ne? Und dann weiß man, hat man dieses Wissen derart, hat sich dann dieses Wissen derart gesetzt, ne? Dass man das einfach gleich erkennt, ne? Und dann weiß man genau, Moment mal, das ist hier 3D, ne? Karma-Spiel. Und hier hätten Personen gerne, dass ich die Rolle in dem Spiel, ne, von Opfer, Retter oder Täter übernehme. Und dann gehst du künftig in die Energie der Hohepriesterin, ne? Dann hast du nämlich die Sicht und die Entscheidungsfähigkeit. Ja. Und damit ist der Zyklus endgültig abgeschlossen. Voll geil. Also einfach mal 4 Tage nichts tun. Wenn das geht.
Und mit offenem Fenster schlafen. Ultra cool. Richtig, richtig gut. Gut. Addieren wir nochmal, ne? Hier haben wir die 4. Da haben wir schon, ne? Das Haus. Hier haben wir die 18. Ja. Da. Hier haben wir 9 und 8, die 17. Ja, dein Selbstwert, dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein verändert einfach alles. Und das ist das Fundament, ne, was dafür gelegt wird. Und ob die Bodenplatte stabil ist, das wird quasi dieses Wochenende geguckt. Und dann kannst du die 3D-Ebene verlassen. Für immer und ewig. Wer die einmal verlassen hat, der geht nicht wieder zurück. Naja, gut, das stimmt nicht ganz. Manchmal ist mir langweilig. Und dann lasse ich mich auch noch mal für ein paar Tage auf Karma-Spielchen ein, ja, aber bewusst. Und das ist was ganz anderes, ja, ob man unbewusst oder bewusst in das Spiel einsteigt, ne? Ja. Krass. Ganz, ganz krass. Es kann auch sein, ne, dass wenn ihr da schon raus seid, ja, dass hier der ein oder andere Freund jetzt bei der Veränderung noch mal eine helfende Hand braucht, ja, weil das ist auch Gastfreundschaft, ne? Das ist hier auch so ein Einzug ins Gästezimmer, ja, bevor man ein Haus komplett verlässt. Na, das wäre ja jetzt auch wieder die Gegenüberstellung, die wir hatten, ne? Dass man selbstbewusst genug ist jetzt hier, um einen Umzug, Auszug zu planen, ja. Und bis man eben Entsprechendes gefunden hat, erstmal ins Gästezimmer zieht, ja, oder in das Gästezimmer eines Freundes zieht. Ne? Weil man eben auf einmal die Priesterschaft über Nacht einatmet und auf Karmaspiel keinen Bock mehr hat. Ne? Die Gegenüberstellung. Und so sehe ich das auch. Ich sehe das wie eine Massenwanderung. Ja? Sieht ehrlich gesagt ein bisschen komisch aus, so diese Massenwanderung in mein Gästezimmer. Nein. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, und das bringt halt so dieses Bedürfnis nach, ne? 4 und 8 ist 22, ne? Dass man über die Zeit des Waagemondes hier nochmal ins Gästezimmer oder bei Freunden einzieht, ne? So eine überbrückende Phase, ja, zur Überbrückung, ja. Und in so einer Distanz, ne, in so einem Abstand, ne, wenn man dann so erstmal so eine emotionale Distanz zu dem Karma-Spiel hat, ne, hat man natürlich auch einen viel besseren Durchblick. Weil sich dann die Emotionen beruhigen, ne, kann man viel, viel besser Entscheidungen treffen. Und hier liegt ein ultra krasser Reifesprung einfach. Ja. Tja, ihr Hübschen, dann seid mal neugierig, wer euer Gästezimmer braucht, eure Gastfreundschaft braucht, ja, weil da einfach gerade im häuslichen Bereich total viel im Wandel ist. Oder wer selbst betroffen ist, ne? Jetzt seine Nächte woanders verbringt, ja,
weil die Nächte sich einfach zu einem Albtraum entwickelt haben, mit dieser Person in einem Raum, mit dieser Person in einem Bett. Das geht einfach gar nicht mehr. Es geht nicht. Man hat hier neben bestimmten Personen, ne, die halt karmischer Natur sind, keine ruhige Nacht mehr. Es geht nicht. Völlig creepy. Ich werde schon wieder gefragt, warum ich das so verrückt finde. Das war doch bei mir auch so, das stimmt. Das war bei mir auch so. Ich bin auch erstmal in meiner Ehe damals, ne? Das wisst ihr ja mittlerweile alle, dass die karmisch war, ne? Die sollte mir ja die positive Energie des Unternehmertums bringen. Habe ich in der Situation natürlich gar nicht so gesehen. Ich fand das überhaupt nicht positiv. Aber da konnte ich auch null neben dieser Person noch schlafen, ne? Einfach auch, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ne? Weil ich für mich ja schon wusste, dass dieser Zyklus beendet ist, aber ich habe es halt noch nicht, ich habe nicht öffentlich dazu gestanden und deswegen habe ich natürlich, ich bin ein sehr feinfühliger und sensibler Mensch, ja, ich bin ja kein Arschloch, ne? Das heißt, mir tat mein Mann damals zu dieser Zeit natürlich auch unglaublich leid, ne? Aber aus Mitleid führt man keine Beziehung, das ist nicht die Basis, ne? Und wegen dem schlechten Gewissen konnte ich einfach auch nicht mehr ruhig neben ihm schlafen. Und das ist das, was wir hier haben, ja. Und deswegen musste ich dann auch ins Gästezimmer ziehen. Und da habe ich auch künstlichen Streit hervorgerufen, um einen Grund zu haben, ins Gästezimmer ziehen zu können. Überhaupt nicht nett, aber jung. Na, da war ich ja, da war ich das hier. Ja, aber das stimmt, ne? Seitdem ist mir sowas auch nie wieder passiert. Das macht man eben einmal im Leben. Und das eine Mal ist jetzt. Bei vielen. Es geht halt einfach nicht. Ne? Der Mond gibt seine Zutat dazu. Ja. Oh, ich liebe das. Ich könnte den auch die ganze Zeit rubbeln. Gut, ihr wisst erstmal Bescheid, ne, was das Wochenende am Start ist hier. Umzug, Umbau, Reifesprünge, schlechtes Gewissen. Karmisches Ende. Ach, whatever. Ich habe euch alles erzählt. Ich kann gehen. Und wenn was ist, wisst ihr ja auch, wo ihr mich findet. Bis dann. So.